Hey Kids und willkommen zu dem Deckprofil, was am unangenehmsten beim Aufnehmen ist. Hey, wir waren auf den Locals. Ich habe den letzten Platz erreicht mit Burning Abyss und Lado den vorletzten Aber auch nur, mit weil ich gegen ABC. dich gewonnen habe. Ja, und wir haben. Oh, das war spielertechnisch wie ein Arsch, aber wie man sieht, trade-technisch. Bei mir auch. Also, ja, geht. Ja, zwei neue Decks, so ungefähr. Und du? Ich habe halt so ein paar gute Karten. Und Ja. auch sammeln, also so. Gut, also zum Eintritt spoiler ich schon mal, ich habe Rosendrachenkarten bekommen, die ich wollte. Habe mir für 5 Packs geholt, Ich um. hatte mir hier diese Dieter-Höhlen geholt. Ja. Vom Deck. Cool. Also dann würde ich behaupten, mache ich mal wieder zuerst. Ja. Wir schneiden die Scheiße nicht. Wir fliegen kurz drüber. Ich habe BA schon jetzt zum dritten Mal hier auf dem Kanal. Spielen 2 Skarn, 2 Farfe, 1 Graph, 1 hier, 1 Libic. Vom Libic hätte ich mir auch den zweiten gewünscht. Alec, Barbar und Rubik. Rubik spiele ich gerne. Tatsächlich war die Sylke auch heute ziemlich geil. Also, ja, der ist immer noch gut zum Teil. Auch der ist für den Arsch. Kerker habe ich mit Side-Deck gepackt, habe ich nicht einmal reingebordet. War auch irrelevant. Dann für die Dangers immer noch 2 Tsuchinoko, 2 Jackalope. Was halt neu ist, die eine Nessie. Ich habe oft sie als letzte Karte in der Hand behalten, um dann halt am Ende noch eine Xyz zu machen. War halt ziemlich gut. Wobei ich das eigentlich nicht sagen sollte. Ich als jemand, der heute. Na doch, ich habe 2 Duelle sogar gewonnen. 2 von 8 Duellen habe ich heute am gesamten Tag gewonnen. Also, ja. Aber soweit, wie das Ganze von den Plays her. Wenn ich halt mein Board aufgebaut habe, das wurde halt immer gebrochen, aber Nessa hier hat ganz okay geholfen. Dann 3 Rhinos immer noch die eine Tour Guide. Das ist Standard soweit. Dann was Gutes, 2 Gaddis, wir haben endlich die 2. Der dritte bekomme ich immer noch nicht ran. Der Typ ist immer noch nicht in die Stadt gefahren. Dann ups, 2 Mathematiker plus Scherenkobold, das ist die neue Engine, die jetzt gespielt wird. Ich habe immer vergessen, was ich damit senden will, deswegen war ich zu dumm, um Scherenkobold zu senden. Ich habe dann meistens irgendwas Schlechtes gesendet. Ich habe mich halt schon an die Bandits angepasst und Snow rausgenommen. Eben für den zweiten Mathematiker, weil ich sonst keinen Platz gefunden habe. Und wahrscheinlich war das auch die Schwäche des Decks, denn ohne Snow ist das halt nicht mal mehr annähernd so stark. So, Malicious ist weg, Snow ist weg, was kommt als nächstes? Dann ein weißer Dachelinwurmstrahl, eine Kollapsschlange. Ich habe mir davon mehr gewünscht, habe sie nicht einmal gesehen, sie irgendwie zweimal gesehen, immer nur als Brick. Dann 2 Hydralande habe ich, glaube ich, einmal beschworen, konnte den Effekt nicht benutzen. Eben we wegen Snow, weil man dann nicht mehr die Karten im Grave anpassen kann, deswegen ist er eigentlich gar nicht mal mehr so gut. Dann 2 BLS, immer noch 2, war halt ziemlich gut. Dann die Drachen, Engine, so finsterer Drache, Destruder habe ich nicht einmal gesehen. Den habe ich nicht einmal gesehen, Darkrai Dragon habe ich oft gemillt. Und die waren soweit ziemlich. Naja, ich habe auf Destruder einen Rosendrachen gespielt, weil ich schon genug Bricks im Deck habe und jetzt nicht auch noch Mare Mare spielen wollte. Und ich habe eh kein Yasi, dementsprechend, ja, war das soweit ziemlich scheiße dran. Die Kaijus habe ich nie gesehen, immer nur gemillt. Und die eine Ash habe ich auch nie gesehen. Und Reiseckers Licht. Ja, die war ziemlich gut. Soweit ich das jetzt behaupten kann. Extra Deck immer noch 2 Dante, eine Beatrice, Breaksword, Devier. Breaksword hatte sehr, sehr viel Action, der WR eigentlich gar nicht. Dann Lila Dante, Virgil, Rosendrache. Lila Dante kam einmal raus, war ziemlich gut. Der Virgil kam, glaube ich, sogar zweimal raus, war einmal sogar richtig gut. Hat mir fast ein Game gewonnen. Und der hier, wie gesagt, hat kein Destrudo gesehen. Dann Borrowlord, Vespania, Unicorn, Phoenix, Cerberus, Underclock, Flamethrinkus. Die hatten alle so ein bisschen Action, bis auf die beiden habe ich nicht gemacht. Und ich glaube, Phoenix auch nicht. Und der Rest hatte halt Action. Dann Side Deck, 3 Inspector Border. Ja, du hast was dazu zu sagen. Das war witzig, das einmal. Fand ich jetzt nicht so, aber die Karte gewinnt alleine Games tatsächlich gegen Luna Light, war das ziemlich angenehm. Die habe ich nicht reingebohrt. Also doch habe ich reingebohrt, aber nicht gesehen. Dann 3 Ogre, 2 Kauts, 2 weitere Ash, halt weitere Handtraps habe ich alle nicht reingebohrt. Außer halt die 2 Ash gegen Lado. Dann Calcap gegen die entsprechenden Matchups und 3 Tunfiste. Um Spaß zu haben. So, dann. Machen wir danach, jetzt machen wir. Okay, ich habe ABC gespielt, wieder 3A, 3B, 3C, halt, das ist halt Standard im Deck, dann 2 goldene Apparat und 2 silberne. Hattest du letztes Mal auch 2 drin? Ja, jeweils immer. Und glaub, es funktioniert auch. Sogar, aber ich würde mehr spielen als habe ich mehr, sagen wir so. Dann 2 Faktorendrescher und 2 Deckelfisch, halt um die Plays zu öffnen, hat sehr oft geholfen, dass man gleich am Anfang auf ein Skullwrap oder so gehen kann, wenn man sehr viele hat. Dann Handtraps, 3 Wailer und eine Ash. Ich habe nur eine Ash, deswegen, ne? Ach man, ich wollte gerade wieder einen dummen Kommentar dazu äußern. Dann noch Random, 2 Kaidis. Sind eigentlich Platzhalter mal gewesen, aber ich habe keine Ahnung, was du sagst, deswegen bleiben sie drinnen. Hast du sie heute gezogen? Ja, haben sogar geholfen.
Gegen was denn? Gegen Altergeist. Altergeist. Oh, ja. Dann für die Film Fusion. Hast du denn da Kaiju eigentlich bei dem? Multifaker oder Hextier oder was? Damit ich für die Multifaker und Hextier oder was? Nein, ich habe eine Kaiju, damit er keine Hexe mehr kontrolliert, dass ich auch wieder Zauberkarten aktivieren konnte durch die eine Spielfestzauber. Dann hier ein Edelsteinritter, hab keinen anderen, er ist trotzdem besser als Tourmaline. Dann halt Brain Fusion. Nur auf 1. Wir passen uns ja schon mal den Format an, jetzt musst du als nächstes deinen Soul Charge hinlegen. Nee, ich hab nur eine und ist gut, dass sie nur auf 1 ist, mir ist komplett egal. Hätte eigentlich fast noch... Mir nicht, das ist nicht gut, dass sie nur auf 1 ist, fick dich! Ja, ich hätte fast zwei weitere bekommen, aber jetzt ist mir egal. Dann halt drei Millionenhanger, zwei Landfrauen und dann noch eine Setsrotation und einen Portal zum Chaos. Wie gut war Setsrotation heute? Erklär mich auf. Die hat mir sehr oft einen Millionenhanger gebracht, insgesamt heute. Portal zum Chaos eröffnet? Manchmal, aber dann hatte ich immer noch Landfrauen oder so. Kannst du mal ausrechnen, wie viele Duelle du insgesamt von allen gespielt hast, gewonnen hast? Ich hatte ja 2 von 8, ich hatte ein Match, dem ich... Ich hab keine Ahnung mehr. Ja, gut. Und ja, es ist halt Z-Technos gegen Gags, gut, die selbst Spielverzauber hatten, dann Soul Shard. Ich habe mich noch nicht komplett angepasst. Ich wollte noch die Karte spielen, noch ein letztes Mal. Hast du sie jemals gezogen? Ja. Wirklich. Wenn ich habe sie sogar einmal gezogen. Ja, ist gut, wir haben alles über die Karte gehört. Gut, dass sie jetzt weg ist. Hab sie einmal gezogen, um Frost Gremlin, dann Monster Reborn. Halt auch, um Partner Spiel zu bekommen. Ja, ich meine leider weg. Eine Instant Fusion? Hast du dazu was zu sagen, Bobo? Als ich Inspector Border Pass gemacht habe, hat er jetzt eine Fusion nachgezogen. Diese kleine Fotze, er spielt nur eine einzige. Meine Fresse. Dann mach weiter. Twin Twister. Ich weiß nicht mehr, warum ich die drin habe. Ehrlich. Es ist die Sire, das ist Side-Deck raus. Heute wird sie noch rausfliegen. Ich ändere mein Deck. Dein Goblin. Ja. Zum Ziehen. Theoretisch für Capeless. Zum Ziehen. Weil, es gab nur die Karten im Friedhof zu haben in dem Deck. Ja, echt? 2 Karten. Was möchtest du denn im Friedhof haben mit alle Teile, wenn es scheiße läuft, alle Teile. Also ein Teil. Wenn es gut läuft, und du kommt sie tot. Ne? Oder halt mehr Teile bekommen. Dann noch die beiden Karten. Natürlich das Begriff ist, wenn es gut läuft, kommt sie tot. Okay, wir wissen deine Entscheidung. Also die sind immer noch Karten, ja. Ich weiß auch nicht. Ich habe sie eigentlich immer ausgezeichnet. Dann kommen wir zum Extra-Deck. Clifford Genie, Super Kinigan. Abfangender Phönix, Abfangender Cerberus, ihn und Summonsword. Hatte irgendwas davon Action, außer als du das eine Game als Summonsword Pass gemacht hast gegen mich. Ich hab heute insgesamt 3-mal Summonsword Pass gemacht. Und du bist stolz drauf. Nein. Phönix hatte Action, Hyperhushini ging auch einmal, um also in einem Fun-Duell leider nur, um OTK zu drücken. Skyward ging heute leider nicht so oft, ja. Eigentlich war heute alles für den Arsch. Das ist auch mein Statement. Die Trades waren halt okay. Dann, dann noch die beiden, weil, wenn ich komplett tot kriege, ist der Booster ganz gut. Wenn ich irgendwie es schaffe, zwei Lichtmonster Stufe 4 auf dem Feld zu haben und irgendwie noch alle ABC-Teile auf der Hand zu haben, ist der ganz okay. Ist mir so heute einmal passiert. Hat keine Zone mehr frei. Fair enough. Dann. Thousand Eyes für die Institution. Dann noch der Raffnit und die zweite Wellenwachter. Jo, kommen wir zum Zeitdeck. Die erste Karte wäre der 5-Nächt-Panzer. Sie hat mir sehr aufgebrickt, als ich sie im Main-Deck hatte, deswegen habe ich sie im Zeitdeck gemacht. Eigentlich frage ich mich überhaupt, warum ich sie im Zeitdeck habe. Dann 3 DD-Krähen, weil wenn ein Deck sehr viel mit Friedhof arbeitet, um ein paar Sachen zu benutzen. Wie oft hast du sie reingebordet? Gegen dich? Ja, und sonst? Übrigens, das, ich glaube, das hilft. Ja, eben, warum spielst du dann DD Krähe, nur um den einen Farfer zu wenden, damit ich mir nicht wieder adden kann, oder was? Und deine Suchkarte, die eine, die in der Endkarte sucht. Oh mein Gott, hast du das jemals gemacht? Nein. Dann, 3 von Grabberufen gegen Handfabs. Ich dachte schon, du hättest wirklich viel IQ, um das auszurechnen. Twinfister, der zweite auch ein Zeitdeck. Der hat halt, wenn ich gegen irgendein Deck spiele, war sehr viele Spells und alles noch. Ja. Oh Gott. Ja, da hilft's gleich auch. Ja. Dann 3 Strike. Oh, fuck. 3 Strike, wenn ich weiß, dass ich first gehen muss. 2 Dimensionsbarrieren.
gegen Decks, die entweder Synchrofusion oder Xyz sehr viel. Oder Pendel oder Ritual. Ja, das sehen wir nicht. Und dann Geistesversetzung, weil. Beste. Es hat keinen Grund. Jetzt geht's los, ey. Jetzt noch geil, Cowboy. Erklär uns die ganze Theorie, ich will alles. Also, hören. Wenn man weiß, dass bei Timeout ist und man im dritten Game ist, dann würde ich die Karte auf kurz vor dem dritten Game, würde ich die im dritten Game reinzeiten, um im Notfall irgendwie noch Burn-Schaden zu machen, um dann noch zu gewinnen oder einen Unentschieden rauszuholen. Ja, das war mein Magic. Das ist eine Theorie. Kommen wir zu den Matchups. Bei mir, Runde 1, Lunalight 2-1 verloren, ich will nicht darüber reden. Runde 2, Mayakashi 2-0 verloren, ich will nicht darüber reden. Ich habe im zweiten Game, by the way, vergessen zu siden, deswegen ich hätte gerne im Spectre Border reingebohrt. Aber nein, habe ich vergessen. Dementsprechend, dritte Runde erzähl du. Keine Lust mehr. Also, ja, dritte Runde haben wir halt gegeneinander gespielt. Also ein bisschen traurig, wir beide hatten traurige Züge. Das war ein ganz Duell. Definiere traurig. Wir haben zu Todes gebrickt. Der eine hatte Glück, dann hatte der andere Glück, um das Glück vom anderen wieder aufzuheben. Insgesamt habe ich dann gewonnen. Das hast du schön formuliert. Mein erstes Game ging gegen Altergeist. 2-0 verloren. Danach ging es gegen Lucky-san. Oh ja, ich muss hier noch verlinken. Ja, was hat er nochmal gespielt? Ich weiß nicht, ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich habe das später gesehen, wie er mit Mars Blue Eyes spielt. Also Weltcash hat irgendwie irgendwas mit Weltcash. Ich habe keine Ahnung mehr. Dann war es Weltcash. Ja. Er hat den Zen-Boten Venus gespielt. Ja. Ja, dann hat er Weltcash gespielt. Es war ganz interessant. Hab 2-1 verloren. Deswegen. War ganz interessant, hab verloren. Es war interessant, sein Deck zu sehen, deswegen. Hat er halt auch schon letzte Woche zum ersten Mal gespielt. Ja, er hat aber diesmal ohne Gambler gespielt, deswegen. Das ist schön. Gut, dann. Trades, würde ich behaupten. Soll ich anfangen? Ja, mach. Ich muss gerade noch ein Deck auswählen. Also, zuerst hatte ich einen Kaiserstürmer gegen einen Bomberdrache und 3 Euro getauscht. Ja, und dann hatte ich den Bomberdrachen und ein paar andere Karten gegen eine Shell. Eine Reaper, zwei Strikes, in Deutsch aber, zwei Warnings, weil ich die sammle. Ich habe damit, glaube ich, wieder 6 oder mehr. Genau. Wer sammelt Warnings? Majestätischer roter Drache. Ich mag das Artwork, ist nur ein schönes Secret, deswegen warum nicht. Und dann sammle noch von den 5 D-Star. Auch. Und dann halt noch den Fest, weil ich Stardust sammle. Einen, der sehr weh tut. Die super. Und noch ein weiteres Secret. Dann habe ich meine 4 Secrets. War's das? Ja, das war alles. Ach du Scheiße, jetzt geht's los. Kids. Jetzt ich habe ungefähr einen Cosmo-Deck-Core ranbekommen, fast komplett fehlen und wie 6 oder so 7 Karten. 2 Dark Destroyer, 2 Wegbereiter, 1 Dunkelplanet, 1 Dorffighter, 3 Gleitflieger, 2, ich werde jetzt nur rüberfliegen, 2 Landwalker, 2 Delta Shuttle, 2 Böshexe, 2 Sword Troopers, 1 Strohmann, 1 Falklöwe, 4 Cosmo-Stadt, ich werde eine Goldsicke davon in den Müll schmeißen. Notfallteleport, Gedankengang, 2 Cosmojo, was ziemlich gut ist, eine Cosmo-Trau, dann. Was mich noch glücklicher macht, ein Phantom Knight Core. Der ist sogar komplett. Der ist komplett. Also wirklich nur der reguläre Core, dem halt spielt, um die Gates zu bekommen. 3 Silent Boots. 2 von der, die ich nicht weiß, wie sie heißt. Ich glaube Cloaks oder so. Also die uralten Schleier. Einen lumpigen Handschuh. Dann 3-mal die Fogblade. 1-mal die Brigandine. Und die hier, ich weiß nicht, wann sie spielt. Ich werde sie einfach spielen. Das Link Monster noch einmal. Nochmal das hier. Das werde ich wahrscheinlich mit Lado gegen das Secret tauschen. Und ein Dante, damit ich nicht mehr die Goldware spielen muss. Also jetzt mal wirklich, sieht viel besser aus als Carmen. Dann hier One-Offs, Mimedio, Livic, nochmal die hier, weil ich lustig war. Das für BA, die spielt man jetzt aus irgendwelchen Gründen. Dann Dedekrea, damit ich jetzt 2 habe. Ryo für Stun-Deck. Einen Rosenblatt habe ich geschenkt bekommen, damit ich mir das Deck bauen kann. Das hier habe ich mir für Lado rangetauscht, damit er das voll hat. Das ist, ich will Spellbox bauen. Das hier, warum nicht? Und das habe ich gegen Shurit getauscht. Und das habe ich irgendwie nach oben aufbekommen. Das gegen Shurit ist ein 1-A-Deal gewesen. Also dann, hast du noch irgendwas zu sagen, Lado? Es lief heute einfach scheiße, aber die Trades waren dann ganz okay. Ganz okay ist das falsche Wort. Ach ja, schade, ich kann jetzt nicht mehr zeigen, wie du dein Deck hingelegt hast. Also dann gute Nacht jetzt. Ja, ich hab's schon aufgeräumt.